das erlebt hat, das ganze Spiel heute Abend, heute noch, ist der Daniel Eigenmann. Guten Abend. Hallo zusammen. Hallo. Verteidiger vom EHZ Olten. Wir reden gerade über das zweite Drittel. Wie hast du das gesehen, das Ganze? Ja, ich glaube, von unserer Seite, wir haben dominiert, wir haben wirklich Druck gemacht. Wir haben gesehen, dass sie Strafen nehmen müssen. Wir sind einen Schritt spät, immer mal wieder. Schlussendlich haben wir sie einfach nicht gemacht, unsere Chancen nicht genützt. Das müssen wir sicher für das nächste Spiel mitnehmen, dass wir kaltblütiger werden. Eine haben wir gerade parat, nämlich, die eben nicht genützt worden ist. Ein Shorthander-Schuss von Dion Knelsen. Schauen wir uns auch noch kurz an. Ja, aber gut gemacht auch von Antoinette. Die verzögert, leitet sie zurück und vielen nicht gefällt. Er wird sie mit den Schultern abdöseln und sehr gut gemacht. Und ich meine, ja, also Kernkompetenz im Boxplay muss auch nicht sein, anschiessen. Das ist so, ja. Und nachher ist der Shot zum 1:1 gekommen. So wirklich eigentlich fast aus dem Nichts. Ja, ich glaube auch. Ja. Es war wahrscheinlich wirklich ein blöder Moment für uns. Wir haben wirklich das zweite Drittel in meiner Ansicht gut gespielt. Wir haben viele gute Sachen gemacht. Und ja, man darf halt das Goal nie bekommen, das ist klar. Zwischendrin kann es mal passieren. Aber ja, ich glaube, wenn du 1-0 vorne bist, kannst du es verkraften und in so einer guten Phase bist wie mir im Moment. Ja, eben. Es war unglücklich. Oder? Ich meine, der Thomas Andersson kommt gerade von der Strafbank. Das war eine neue Situation. Nachher, finde ich, orientiert sich Olten so ein bisschen vier Spiele, alle so in Ecke. Dann ist halt Mitte offen bei Molly Achermann. Aber ich muss sagen, Olten zeichnet sich eigentlich aus. Das war schon im Viertelfinale so, jetzt auch in diesen drei Spielen. Dass sie ruhig bleiben, dann nach so einem Gegentreffer oder so. Sie werden oder wirken einmal nicht mega nervös. Spielen ihr Spiel geduldig weiter. Es war jetzt auch nicht so gewesen, dass man irgendwie eben so mega Druckphasen gesehen hätte von Schottfahren. Und darum finde ich, ja, eben, Fehler passieren, Gegengol gibt es. Es ist halt immer klasse, wenn man so darauf reagieren kann. Ist das auch ein bisschen das, was euch Lars Leuenberger in der zweiten Drittelspause gesagt hat? Weil nachher, im dritten, sind sie ja dann gekommen, die Goal. Ja, wir sind schon bevor der Lars reinkam, ist angehockt und wir haben zu uns selber gesagt, wir müssen so weitermachen. Wir müssen einfach unser Spiel weiterspielen, dann kommen die Goal. Und der Lars hat es uns nachher bestätigt. Und ja, ich glaube, das hat man im dritten Drittel dann wirklich gesehen. Ja, dann ist es nämlich gekommen. Dein Goal, das 2:1 für den EHC Olten. Genau, das war auch eine längere Druckphase. Eigentlich Schott vor die Scheibe nicht rausgebracht. Jetzt kommt der Schuss, den ich vorher angetönt habe, wo der Östlund noch gegen vorne abprallen lässt. Wird sicher nicht zufrieden sein. Und ja, eben, der Eigi geht noch, macht Druck aufs Goal als Verteidiger. Und weiß sozusagen oder schmeckt, wo der Böck ankommt und versteckt sie eiskalt. Ja, wie war das gewesen? Ja, so viel Goal, so als Rebound machst du das Verteidiger nicht. Ja, ich bin dort wirklich gerade im Angriff drin und habe mich probiert, so gut wie möglich einzuschalten. Ich konnte noch irgendwie können den Böck wegstechen und bin gerade in dieser Bewegung und habe gedacht, hey, wir brauchen das Goal. Ja, zum Glück ist es gerade auf die Schule gehalten. Und dann ist das erlösende 3:1 gekommen, das wir auch hier haben, vom Cedric Häusler. Genau da sehr gut, vom Silvan Weiss auf der Seite zieht der Verteidiger zu sich, schiesst aufs Goal. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, müssen Schott besser machen. Olten hat das in Perfektion gemacht. Eigentlich eben auf der Seite aus der Chibaka, Schuss, dass es einen Rebound gibt. Da. Man sieht nochmal den Schuss von Silvan Weiss. Und der Häusler steht halt genau dort, wo es wehtut, wie man sagt. Oder er macht den Netdrive. Und die Scheibe kommt zu ihm und ja, perfektes Goal. Nachher ist es noch weitergegangen. Wir haben 4:1 gewonnen. Es hat noch einen Shorthander gegeben. Ein Eigengoal von Schottfo. Ja, also ich habe es auch noch gerade im letzten Moment gesehen. Ja. Nein, souverän rausgespielt von Simon Stärke. Nein, er will sie zurücklegen. Und der Verteidiger steht hat schon fast im Ecke und noch zu spät. Komische Situation gewesen, aber ich meine, an dem hat es nicht gelegen. Daniel Eigenmann, der dritte Sieg ist Tatsache. Jetzt geht es auf Schottfahrt, um den Sack zu machen. Ja, natürlich. Ja. Also, wir gehen dort rauf zum Gewinnen. Wir gehen jeden Match zum Gewinnen. Und, wir wissen, dass es wieder mega schwierig wird dort oben, wie immer. Auch die Heim wie immer gegen Schottfahrt. Aber wir gehen mit der gleichen Einstellung und wir wollen dort fertig machen. Ja. Was nimmst du mit von diesem Spiel heute? Die gute Stimmung. Endlich mal viele Leute in Olten. Das ist gut da. Und einfach unser Selbstvertrauen, das man von Spiel zu Spiel findet, vor allem defensiv. Und das tut uns mega gut. Ja. Danke vielmals. Hast du noch kurz Zeit genommen? Gutes viertes Spiel und schönen Abend. Danke vielmals. Merci.